Herzlich willkommen zur EWTN-Serie Freundinnen, alte und neue Namen aus der Schatztruhe der Kirche. Es geht um große Frauengestalten, um 13 Frauen. Einige sind heilig gesprochen worden, andere nicht. In jedem Fall haben sie alle die Kirche geprägt und geformt durch ihr Leben, durch ihr Denken. Und über diese 13 Freundinnen aus der Schatztruhe der Kirche sprechen wir mit der Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gell-Falkowitz. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau de Klerk. Wir sprechen über Katharina von Siena, die Heilige. Da wäre meine Frage, ein reges Mundwerk, ist das das größte Talent, was man haben muss, um zur Kirchenlehrerin erhoben zu werden? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber natürlich hat Katharina viel geredet, noch mehr geschrieben. Wir verdanken ihr das größte Briefkorpus des Mittelalters überhaupt. Das sind über 380 Briefe. Es ist also beispiellos. Es gibt weit und breit niemanden, der so viele Briefe diktiert hat, denn sie konnte gar nicht lesen und schreiben. Reges Mundwerk, ja. Sicher deswegen, weil sie natürlich in den Briefen Mahnungen, Erwarnungen, alle möglichen Drohungen sogar ausstößt, und zwar an hochgeborene Leute, an Bürger, aber auch an niedrige Leute, wenn sie überhaupt Briefe an die diktieren konnte, weil sie nicht, selber auch nicht lesen konnten. Aber sie schreibt ja allen möglichen Honorationen, und zwar sehr, sehr deutlich. In dem Sinne wahrscheinlich reges Mundwerk, wenn Sie das jetzt gemeint haben. Ja, klingt gut. Sie teilt ihr Leben in eine von allem abgewandte, kontemplative Seite und in eine hochpolitisch aktive Seite. Womit fängt das alles an? Ja, sie wird ja nur 33 Jahre alt wieder, also das Lebensalter Christi, was für sie auch sehr bedeutsam war. Und eigentlich sind nur die letzten 6 Jahre politisch. Die anderen Jahre sind ganz anderer Natur. Mit 6 oder 7 Jahren hat das Mädchen eine Vision, könnte man das sagen. Aber das ist dann schon so geprägt. Sie sieht über der nachbarlichen Kirchentüre Christus in weißen Gewändern. Und weiße Gewänder sind eigentlich die päpstlichen Gewänder. In gewissem Sinne ist da der Akkord ihres Lebens vorgegeben, weil sie ja später dann sehr intensiv mit dem Papst zu tun hat. Er ist auch umgeben von weiß gekleideten Heiligen, die sie so nicht sieht, und er lächelt ihr zu. Und ich finde sehr schön, was Ida Görres mal gesagt hat, dass der erste Eindruck, den ein Mensch von der Heiligkeit hat oder vom Heiligen hat, offensichtlich prägend bleibt. Und das erste war ein Lächeln Christi, also nicht ein Weinen, nicht eine andere Gebärde, sondern ein völlig wunderbares Lächeln. Und die Kleine beginnt dann, ja, ihm zuliebe, man kann fast sagen, kleine Streiche auszuführen. Sie hat sich mit den Freundinnen zusammengetan. Sie beginnen sich zu geißeln, also so kindliche Dinge. Das liegt in der Zeit. Aber sie beschließt, jedenfalls in diesem Alter schon, ihm zu dienen. Natürlich völlig unklar, es ist gar nicht deutlich, wohin der Weg führen soll. Die weiße Farbe wird später wiederkommen. Sie hat später einen Berufungstraum, nennt man ihn heute. Sie soll unter verschiedenen Mänteln wählen. Das ist der braune von Franziskus, das ist der schwarze der Benediktiner und der weiße des heiligen Dominikus. Und sie nimmt den weißen. Also die Farbe weiß hat offensichtlich eine große Rolle bei ihr. Und nochmal, es ist die Farbe des Papstes. Die Kleine wächst in einem sehr großen Hause aus, auf. Also die Färberwerkstatt in Siena ist ja eine unglaublich, übrigens ein reicher Haushalt, aber unglaublich bevölkert. Katharina selber ist das 24. Kind, man kann sich das kaum vorstellen, von einer Mutter. Die Mutter hat sie noch dazu überlebt. Katharina hat ein Zwillingsschwesterchen, das stirbt, und die Mutter liebt dieses letzte Kind besonders, stillt es sehr, sehr lange. Katharina wird übrigens sehr sinnlich, sie hat eine unerhört sinnliche Natur. Und sie wird in dieser Natur auch ein bisschen gequält. Sie wird als Kind sehr schön, man beginnt ihr die Haare zu bleichen, damit sie eine tolle Heirat macht. Und eines Tages erscheint sie vor der skandalisierten Familie rasiert. Das ganze schöne blonde Haar ist herunter. Das ist etwa in der Pubertät mit 15 Jahren, also als man schon dachte, sie wunderbar zu verheiraten. Und da beginnt jetzt eine merkwürdige Sache. Sie will nämlich Mantellatin werden. Das ist auch eine völlige Exzentrizität. Katharina ist nie Nonne geworden, obwohl sie beständig so abgebildet wird. Und das stimmt so nicht, auch nicht Dominikanerinnen im Eigentlichen, sondern Mantellatinnen sind ältere Witwen, also für Katharina überhaupt nicht zutreffend, die im Hause Kranke versorgen, auch ausgehen dürfen, also keine Klausur leben. Und Katharina will das Leben, was für eine junge und schöne Frau wirklich absurd ist. Die Eltern sind natürlich völlig dagegen, es wird eingesperrt. Katharina wird daraufhin krank. Sie hat übrigens alles durchgesetzt, was sie wollte in ihrem Leben, auch immer wieder psychosomatisch. Sie wird dann krank und irgendetwas entstellt auch ihr Gesicht. Jetzt hat sie also ihre ursprüngliche Frische verloren. Und jetzt kommt ein ganz merkwürdiger Punkt.
Nachdem die Eltern endlich erlauben, dass sie Mantellatin wird, was an sich immer noch absurd ist, bleibt sie jetzt 3 Jahre zu Hause, schließt sich in ihrer Kammer ein und beginnt ein unerhört intensives Leben. Das ist das, was sie kontemplativ genannt haben. Und da fallen drei riesige mystische Erfahrungen hinein. Ein Herzenstausch mit Christus, das beschreibt sie so. Also das Herz sei herausgerissen worden und Christus habe sein Herz eingesetzt. Eine Todesstarre, sie war übrigens schon für tot gehalten worden. Es scheint eine Einung gegeben zu haben mit Gott, in der sie wie eine Tote lag, übrigens stundenlang, vielleicht sogar 1, 2 Tage. Dann wachte sie wieder auf. Und eine dritte, muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht mehr parat. Später wird sie die Dornenkrone Christi aufgedrückt erhalten. Aber mag sein, dass das in dieser Zeit schon war. Und noch viel, und noch, aber auf jeden Fall später dann die Wundmale. Sie ist nach Franziskus der erste Mensch, der wieder Wundmale empfing, soweit wir wissen. Aber auf ihren Wunsch hin blieben sie unsichtbar. Dann kann man sagen, ja, das kann jeder sagen. Trotzdem, sie hat, es ist eine, bei dieser Erfahrung waren mehrere Menschen zugegen und sie war umgefallen und wirklich auch wie tot dagelegen. Und die Hände haben sie sehr unerhört geschmerzt. Lassen wir das mal. Das heißt, diese innere Form des Zurückgezogenseins bei einem 17-jährigen Mädchen bis zum Alter von 20 ist natürlich völlig ungewöhnlich. Und dann öffnet sie die Kammer und ist wieder mit völliger Selbstverständlichkeit in der Familie und dann beginnt sie ihre Außenwirkung. Und nochmal, sie wurde nie Nonne, sondern sie hat jetzt so ihr Leben begonnen. Sie hat Menschen gepflegt. Sie hat, jetzt beginnt das Komische oder das Merkwürdige an ihr. Sie hat begonnen, Frieden zu stiften zwischen verfeindeten Parteien. Das heißt, aus diesen 3 Jahren des Zurückgezogenseins muss sie eine so extreme Stabilität im Inneren erhalten haben, dass sie mit völliger Einfachheit und Selbstverständlichkeit Dinge durchgeführt hat, die man eigentlich ihr nicht aufgetragen hatte, die sie aber dann einfach ausführte. Und das Volk lief ihr auch zu, einem 20-jährigen Mädchen. Man nannte sie schon zu dieser Zeit Dolcissima Mamma. Also auf Deutsch ja schwer übersetzbar, die süße Mutter heißt ja für uns nichts. Aber eine Dolcissima Mama, also eine unerhörte Macht über die Herzen. Und vielleicht kann man noch hinzufügen, dass diese erste Phase ihres Lebens auch durch einen großen Kampf mit sich selber ausgezeichnet ist. Das fällt auch in diese 3 stummen Jahre, über die wir ganz wenig wissen. Aber Katharina ist ein Mensch, der riecht. Sie stammt aus einem Färberhaushalt und sie hat eine gute Nase. Man müsste hinzufügen, damit man ihre Aktivitäten ein bisschen einordnen kann, Jena ist in dieser Zeit von einer Pest heimgesucht worden. Katharina ist 1 Jahr alt. Die Pest rafft übrigens in Europa 1/3 der Bevölkerung weg. Gleichzeitig ist ein Erdbeben, das ist 1348 und die ganze Phase ist apokalyptisch. Und jetzt komme ich zurück zum Riechen. Katharina geht ihrer Nase nach, um Tote zu riechen, die unbeerdigt in den Häusern liegen. Und was jetzt noch interessanter ist, sie riecht Sünden. Also, sie wird später, das kommen wir sicher drauf, im päpstlichen Hof versuchen, den Papst zur Rückkehr nach Rom zu gewinnen, von Avignon nach Rom. Und die verblüffte Frage des Papstes, wie sie denn überhaupt hier erscheinen, was sie überhaupt wisse, was sich hier abspiele, hat sagt Katharina hoch aufgerichtet, schreibt ihr Biograf, sie habe die Sünden des päpstlichen Hofes in Siena gerochen. Die hätten so gestunken, das hätte sie wahrgenommen. Also ich wollte das mal betonen, dass die Frau aus einer unerhörten Feinfühligkeit kommt und gleichzeitig einer Selbstsicherheit, die sie durch diese stummen, kontemplativen Jahre offensichtlich gewonnen hat. Und in dem Sinne folgt sie vielen ihrer sinnlichen Wahrnehmungen. Und diese Dolcissima Mamma, wie man das empfunden hat, wird vielleicht auch deswegen so verehrt, weil sie so vom unmittelbaren Hinsehen, Wahrnehmen, Zupacken geprägt ist. Also zum Beispiel die Toten legt sie auf ihren Mantel, schleift sie vor die Stadt und begräbt sie da. Also es sind unvorstellbare Dinge, die man heute ja, das also auch wirklich als völlig exzentrisch betrachten würde. Ja, also das ist nur der eine Teil erstmal, aber Genau. gerne. Also jemand, der die Fähigkeit hat, Sünden zu riechen, der muss als mystisches Wesen wirklich auf einem ungeheuerlichen Fundament stehen, auf dem sowas gewachsen sein muss. Gisbert Kranz, der Theologe, sagt, sie hat mit 6 Jahren begonnen, sich abzutöten. Was kann man dazu sagen? Ja, das ist nach dieser Vision, wo sie Christus in diesen päpstlichen weißen Gewändern sieht.
Ja, ich habe schon gesagt, das ist eher spielerisch. Sie hat so einen kleinen Kreis von Freundinnen und dieses Geißeln. Man muss sagen, dass diese apokalyptische Phase, die kann ich jetzt nicht ganz ausmalen, aber in dieser Zeit wird Europa fast von Todeswehen heimgesucht, das muss man sagen. Auch ganze Geißlerzüge hervorruft. Also Menschen streifen durch die Straßen, man glaubt, der Weltuntergang sei nahe und man beginnt sich zu geißeln. Das ist also eine Massenhysterie. Und Katharina, die das sieht, beginnt das auch zu machen. Abtöten ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich würde da nicht ganz folgen. Katharina hat immer noch die pubertäre Phase, wo sie eigentlich auf eine Heirat vorbereitet wird, was sie auch gerne tut. Sie ist übrigens geschlechtlich sehr begabt und musste mit ihrem Geschlecht sehr ringen. Sie hat eine ganz klare geschlechtliche Sinnlichkeit, ganz eindeutig, ist ein erotischer Mensch. Und ich glaube, erst durch diese Phase, die ich gerade beschrieben habe, da ist sie aber dann schon 15, 16, wo sie dann beginnt, wirklich sowas wie eine intensive, ja, Selbstzucht, Selbstzüchtigung oder in die Hand nehmen. Die Sechsjährige, das würde ich noch nicht sagen. Das sind so impulsive Reaktionen, aber so intensiv wohl noch nicht. Sie wird dann mit einem Mal fast die aktive, die geistige Führerin, die Visionärin. Sie hatte eigentlich keine Macht, trat aber auf wie eine Mächtige. Woran wird das erkennbar? Die 20-Jährige geht ja eben in die Stadt Siena. Siena ist übrigens damals permanent bedroht von Florenz. Siena ist die raffiniertere, ästhetisch übrigens auch schönere Stadt. Florenz ist ja die erste große moderne Stadt der Neuzeit, aber Siena hat lange Zeit konkurriert und ist dann erst durch die Pest und diese ganzen Folgen ausgeschieden. Ich darf noch was dazwischen sagen, den herrlichen Dom von Siena, den wir alle kennen, ist ja nur das Mittelschiff. Normalerweise wäre jetzt hier noch ein Längsschiff gebaut worden, also der größte Dom, weit größer damals als die Peterskirche in Rom, sollte in Siena gebaut werden. Sie hatten nur keine Maurer mehr, weil die Leute alle tot waren. Aber Katharina hat zu diesem Zeitpunkt schon eine öffentliche Wirksamkeit, die ganz naiv von ihr wahrgenommen wird. Sie geht zum Beispiel in die Gefängnisse und als man merkt, dass sie die Herzen kennt, ist jetzt so ein Charisma also der Herzensschau. Und sie spricht diesen verstockten jungen Adligen wohl ins Gewissen. Es gibt jeden Abend Händel, Raufereien, Totschlag. Die Stadt lebt auch in einem Taumel. Die Pest schleicht immer herum und die Stadt hat so orgiastische Feste, in denen man am Morgen tot sein kann. Und es ist irgendwas, ist außer Rand und Band und man verhaftet die Jungen und bringt sie ins Gefängnis, damit einigermaßen Ruhe ist. Und Katharina geht immer umher und redet den Leuten ins Gewissen. Einmal begleitet sie einen jungen Mann zum Richtblock, der wird dann hingerichtet und sagt ihm, wie schön das wäre, dass er endlich ja jetzt aus seinem verfluchten und verdammten Leben da wegkäme. Nochmal zu ihrer Nase und dann fängt sie den abgeschlagenen Kopf auf in ihren Kleidern und küsst ihn und das ist wiederum völlig exzessiv. Aber man merkt, dass diese Frau etwas kann und hat. Und dieser junge Mann, der natürlich vorher völlig rebellisch war gegen seine Hinrichtung, ist ihr also gefolgt wie ein Lamm und hat das auch genauso gesehen. Sie hat das Blut nicht mehr aus ihren Kleidern gewaschen. Sie hat gesagt, sie riecht wieder das Blut Christi. Also es sind ganz unglaubliche Dinge. Und dann wird sie vom Rat der Stadt eingesetzt, um zu diesen ins Gefängnis überhaupt zu gehen. Also sie wird öffentlich beauftragt und man sagt, die kann etwas, was andere nicht können. Und sie hat auch das Charisma des Trostes. Sie kann lang verfeindete Familien befrieden. Sie kann Menschen, die am Leben verzweifeln, trösten. Also sie hat eine Ausstrahlung, die offensichtlich viele erreicht. Nochmal, Dolcissima Mamma. Und erst später geht sie dann in die großpolitische Aufgabe. Aber erstmal Siena. Und das war so eine Übungsfeld. Das muss glänzend gewesen sein. Dass das, was sie sagt, eine ziemliche Reichweite hat, wird ganz deutlich in der Geschichte, für die sie am bekanntesten ist. Sie hat den Papst aus Avignon zurückgeholt nach Rom und das mit einem sehr harschen Tonfall. Aus Ihrer Erinnerung können Sie die Geschichte einfach noch mal kurz erzählen? Ja, Katharina wird eigentlich von Florenz eingesetzt. Also sie geht gar nicht aus eigenem Antrieb. Es gibt damals in Oberitalien eine Liga gegen den Papst. Die soll gegründet werden. Katharina ist entsetzt. Der Papst ist zu dem Zeitpunkt ein Franzose. Hängt ja natürlich auch eine schwere politische Katastrophe dahinter. 1303 schon, also zu Beginn des Jahrhunderts, wird Bonifaz der Achte nach Avignon eingekerkert, eigentlich entführt und dann werden unter dem Druck der französischen Krone nur noch Franzosen zu Päpsten gewählt. Also an sich sowieso schon ein hoch anfechtbares Problem. Und Frankreich hält die Hand drüber. Das ist ein rein politisches Problem und die Päpste können eigentlich auch gar nicht wirklich zurückkehren. Sie sind alle Franzosen und sie werden eigentlich als Schachfiguren gehalten. Jetzt verbündet sich Oberitalien unter Führung von Florenz. Katharina ist entsetzt, weil sie im Papst den Stellvertreter Christi sieht.
Und beschwört auch Florenz, übrigens auch diesen Visconti in Mailand, das ist auch ein Bluthund sondersgleichen. Dem schreibt sie Briefe, die sind unglaublich. Also die Frau, schreiben heißt diktieren, sie kann nicht schreiben. Aber sie diktiert Briefe, er stehe im Sold des Satans. Er möchte doch endlich mal sein Sold ändern, möchte doch unter die Waffen Christi gehen und so weiter. Gut. Und Florenz schickt sie dann nach Avignon. In diesem Punkt ist sie recht erfolgreich. Sie muss ein bisschen warten. Was will die Färberstochter? Total blödsinnig. Außerdem ahnt man schon, was sie will, und es ist ja hoffnungslos. Der Papst lässt seine Nichten vortreten, die haben mit ihr zu tun. Das ist ganz witzig. Also sie wird ein bisschen abgetastet, so von der Kamarilla. Eines Tages kommt sie doch. Dann spricht sie in einem Dialekt, den er wieder nicht versteht, muss übersetzt werden. Und dann kommt dieser Satz von den Sünden, die so stinken. Jetzt meint man, es ist zu Ende. In Wirklichkeit aber ist es so, sie sagt dann dem Papst noch etwas, was nur er versteht, in einer Andeutung, er habe einmal ein Gelübde gemacht, nach Rom zurückzukehren. Er ist tiefst getroffen, sie hat die wunde Stelle erwischt. Und sie prophezeit ihm den Tod, wenn er das nicht macht. Also sie hat ihn voll getroffen, voll ins Schwarze. Und tatsächlich kehrt er zurück. Das ist ein Franzose, Gregor der Elfte. Und dramatisch, der König will ihn halten. Also die Färberstochter hat wirklich auf merkwürdige Weise die einzige Stelle berührt, an der er überhaupt empfänglich war. Der Vater des Papstes legt sich vor die Schwelle und der Papst tritt dann hinüber und so weiter. Aber jetzt kommt das nächste Drama. Katharina hatte ihn beschworen, nur mit dem Kreuz in der Hand zu kommen. Also es ist ja die Vorstellung von Jesus, der mit dem Esel in Jerusalem einreitet. Das Gegenteil ist der Fall. Es ziehen Söldnerheere mit. Zunächst mal sieht es ganz ordentlich aus. Oberitalien ist auch gefährlich für ihn. Die wollen ihn auch, also Florenz hätte ihn auch gefangen genommen, wenn es gekonnt hätte. Jedenfalls, er erreicht zwar Rom, aber im Rücken, ein anderer Kardinal zieht mit einem Söldnerheer ein und schlachtet in Cesena 3000 Menschen ab. Das ist unglaublich. Also Robert von Genf, der gleich darauf zum Gegenpapst gewählt wird. Und Katharina ist völlig verzweifelt und sie schreibt dem Papst wieder, dass er alles vertan hat, was jetzt hätte geschehen können. Und sie bietet ihr eigenes Leben als Opfer an. Sie wird übrigens Opfer fast eines Mordanschlags. Florenz versucht, sie umzubringen. Das sind alles komplexe Verhältnisse, die kann ich jetzt nicht klären. Will aber mal zeigen, wie sie reagiert. Also der Mörder dringt auf sie ein mit dem Dolch und Katharina reißt ihr Gewand auf und sagt, stoß zu. Also sie hat immer das Gefühl, sie muss Opfer sein. Sie muss sich in die Lücke werfen. Und der Mann ist so verwirrt, dass er den Dolch fallen lässt und abhaut. Also sie wird nicht getötet. Und langsam festigt sich um sie der Ruf, sie sei auch unverwundbar, nicht wahr? Also da beginnt dann wieder so eine Mythenbildung. Jedenfalls der Papst hat mächtig Angst vor ihr. Man kann fast sagen, Bammel, ne? Also wann immer sie schreibt ihm wirklich immer wieder ins Gewissen. Es stirbt er aber dann. Aber sie hat es erreicht. Und man muss überlegen, Birgida von Schweden, das ist ihre ältere Schwester, die ihr vorausgeht, hat es 10 Jahre vorher nicht erreicht. Birgida hat auch dem Papst gedroht, dass wenn er nicht käme und so weiter. Und Birgida, die auch eine Heilige ist, hat ihn nicht halten können, also ihn nicht bewegen können. Aber Katharina hat es offensichtlich, also das war der zweite Anlauf, der offensichtlich ging, der ging dann doch. Es ist tatsächlich phänomenal. Ich denke mir, manche Frau hätte eigentlich um ihr Leben bangen müssen, wenn sie einen kirchlichen und weltlichen Machthaber, wenn der Papst beides war, öffentlich als Feigling vorführt. Ja, da muss Ja. sie doch wirklich was Besonderes gehabt haben. Katharina hat zwei Dinge gehabt. Eine unbedingte und unerschütterliche Treue zur Kirche und sie sah den Papst immer als Stellvertreter Christi. Sie hat sogar mal geschrieben, und wenn er der Teufel wäre, ich würde gegen ihn nichts unternehmen. Also es ist eine unglaublich scharfe Position. Also eindeutig, für sie ist er der Amtsträger, der in jedem Fall unter dem Gebot Christi steht. Und sie ist einfach in dem Fall die Stimme Christi. Aber das Zweite, ihr Mut, liegt darin begründet, dass sie wahrscheinlich eben in diesen drei sogenannten stummen Jahren, also diese unglaubliche Intensität der Nähe zu Christus, macht sie unverwundbar. Also von ihr selber her. Sie ist durch nichts zu erschüttern. Und dieses Unverwundbare ist ihr eigentlich von ihr aus gesehen eine. Das ist nicht was sie kann, sondern sie ist hier im Dienste Christi. Mehr ist sie nicht. Und das zieht sie aber durch. Ja, sie ist die Vermittlerin in Bürgerkriegen. Sie ruft die christlichen Länder zur Einheit auf, ruft zum Frieden auf. Ist ihre Motivation so weltlich, wie es aussieht, dann wahrscheinlich nicht. Es gibt einen Punkt, den man an ihr sehr stark kritisieren könnte.
Ich sehe es aber trotzdem auch nochmal ein bisschen anders, aber ich nenne mal die Kritik. Sie hat nämlich vorgeschlagen, es gibt ja diese Söldnerheere. Das ist ja eine absolute Pest gewesen damals, also Ende des 14. Jahrhunderts. Italien ist völlig zerrissen und zerstritten. Und es kämpfen ja nicht die Städte gegeneinander, sondern die bretonischen Söldnerheere gegen die Deutschen. Es gibt ja völlig fremde Legionen, die überall in irgendwelchen Diensten angestellt sind und dann den Dienst wechseln. Also Italien zerfleischt sich. Dante hat das schon gesagt, das Vaterland ist eine wilde Stute, die sich zerreißt. Also furchtbar. Und sie schlägt nun vor, das ist ein politischer Vorschlag, naiv, aber interessant, die alle abzuziehen und zwar ins Heilige Land zu werfen. Zypern ist damals von den Türken besetzt, muslimisch geworden. Zypern eigentlich eine heilige Stätte, auch seit Paulus. Und die Söldnerheere sollten doch im Heiligen Land für die Befreiung Jerusalems kämpfen. Sie spricht auch von den ungläubigen Hunden, das hat ihr viel Ärger gemacht, heute natürlich. Jetzt muss man aber wieder hinzufügen, an sich ist es ein unerhörter Schachzug, erst einmal diese Soldateska mal einfach mal aus dem Lande zu haben und zweitens ihre Energien mal auf ein anderes Ziel zu richten. Und drittens war dann die päpstliche Herrschaft auch nicht mehr genötigt, irgendwelche Armeen wiederum gegen die Soldateska zu unterhalten. Das war das Problem. Der Kirchenstaat muss ja beständig auch mit Angriffen rechnen. Und so war der Papst eben auch immer wieder Stratege und das wollte sie aus der Welt haben. Schluss. Jetzt hat sie aber noch eine Vision gehabt und die finde ich wunderbar und deswegen setze ich die jetzt auf die ungläubigen Hunde drauf. Sie hatte dann eine Erscheinung Christi, der ihr die blutende Seite zeigte und dann schreibt sie, und ich sah die Christenheit in ihn eingehen und die Heiden. Also durch die Wunde. Und dann reichte mir Christus einen Palmzweig und ich habe verstanden, sagt Katharina, dass er beide Völker meinte. Das ist eigentlich ein unglaubliches Bild, ja. Also was das in der Ausdeutung heißt, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber sie hat sich dann distanziert von der Vorstellung, hier die einen, dort die anderen, sondern beide gehören in die Seite Christi. Was immer sie wollte, sie hat es eigentlich hauptsächlich über Briefe geäußert, obwohl sie Analphabetin war. War das Strategie, oder? Ja, die Briefe werden ihr in gewissem Sinne aufgenötigt. Sie ist ja jemand, der weder lesen noch schreiben lernte und hat aber sehr schnell im Sinne dieser Dolcissima Mamma eine Familia um sich geschart, die heißt so. Das sind übrigens auch hochstehende Bürger von Siena. Es sind Frauen dabei, junge Leute, die sich rein vom Charisma dieser Frau angezogen fühlen. Das ist übrigens auch was ganz Modernes. Sie hat nie eine Institution gegründet. Und hat auch keiner zugehört. Die Mantellaten sind etwas völlig Freischwebendes. Also nochmal, sie gehört weder einem Orden an, sie macht auch keinen, die Familie ist nicht institutionalisiert. Es ist eher sowas wie heute ein Säkularorden oder sowas. Und in dieser Familie hat sie Leute, die schreiben und ihr auch Briefe entwerfen und die sie letzten Endes dann auch zum Diktat einsetzt. Und sie hat aufgrund der vielen Anfragen, Florenz hatte ja eben ihre Vermittlungsqualität begriffen, dann trafen Briefe auf sie ein, irgendwie musste sie die beantworten, von Pisa, von Lucca, von überall her. Und jetzt begann sie mit dieser Familia zu arbeiten und hatte bestimmte Leute, die für sie ja, schrieben, aber die Töne sind echt. Sie hat über 380 Briefe geschrieben, diktiert. Ganz traurig für uns, aber typisch für das Mittelalter. Man hat dann die persönlichen Partien weggeschnitten. Wir haben eigentlich immer nur den amtlichen Teil. Aber für uns wäre natürlich unerhört interessant das Lebensgefühl auch dieser Zeit. Ist leider etwas eingedampft, aber immer noch unglaublich beachtlich. Sie schreibt der Königin von Neapel, die wieder gegen den Papst optiert. Madame fängt der Brief an und dann geht es gleich wieder los mit der Wäsche. Und sie hatte offensichtlich aber Leute, die also begeistert und willens waren, ihr zu dienen. Das ist auch großartig. Also Bürger, angesehene Leute, die dann sagten, sie haben Zeit für sie und was immer sie schreibt. Und das wurde auch transportiert. Die hatte kein Geld, sie hatte keine Boten, nichts und hat plötzlich eine Kanzlei gehabt mit Leuten, die sie bedient haben. Sie hat es geschafft, sich zu vermitteln. 1970 ist sie offiziell zur Kirchenlehrerin erhoben worden. Wenn ich unter anderem über Katharina von Siena etwas nachlesen möchte, haben Sie etwas im Angebot? Ja, sie hat ja außer den Briefen, die völlig lesenswert sind, die für die Wissenschaft eine Fundgrube sind, für das späte Mittelalter, das ist alles schon Herbst des Mittelalters. Aber sie hat ja einen berühmten Dialog über die göttliche Vorsehung geschrieben und diktiert. Und wieder ist das interessante Buch, sie hat ja nie Theologie studiert.
Sie wurde auch während ihres Lebens vor die Inquisition geladen, weil man sagte, die redet und schreibt und tut und agiert. Was ist überhaupt hinter dieser Frau? Und hat dieses Verhör glänzend bestanden. Glänzend. Sie ist also makellos daraus hervorgegangen, hat sogar einen persönlichen Betreuer oder Berater bekommen, Raimund von Capua, dem wir ihr Leben verdanken. Und das ist auch sehr, sehr lesenswert. Raimund übersetzt sie auch in Avignon. Und in diesem Dialog ist Folgendes verblüffend, gerade eine Frau, die eigentlich nur über Predigten etwas hört. Sie hat auch die Bibel nie gelesen. Das ist ja alles überhaupt eine Ohrmitteilung. Entwickelt also eine völlig originäre Theologie. Großartig. Ja, wenn ich jetzt nicht von ihr, sondern über sie etwas Ach lesen möchte, so. da haben sie auch etwas Also geschrieben. Raimund von Capua, wollte ich noch sagen, hat dieses schöne Leben. Ich selber habe auch einen Artikel, ich wollte auch längere Zeit einmal eine Monographie, die ist eigentlich nur zu einem sehr großen und breiten Artikel gediehen, aber In ihrem schon. Sammelband haben sie auch. Jawohl, ja. Ich habe einen Sammelband, der auch Freundinnen heißt. Und da habe ich das Leben doch sehr umfänglich dargestellt. Auch versucht, diese Theologie etwas einzuordnen. Ich habe noch einen schönen Satz zum Abschied, den sage ich noch ganz schnell. Als Katharina gefragt wurde, woher sie denn überhaupt den Mut habe, dem Papst so frech zu kommen, hat sie gesagt, ich habe nicht als Schaf den Hirten belehrt, das kann ich nicht. Aber ich habe als Schaf das Schaf belehrt. Und das ist ein genialer Satz. Und damit möchte ich jetzt auch beenden. Katharina von Siena, eine Heilige, die große Entscheidungen eingefordert hat. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.